Moin aus der Region Hannover. Heute geht's mal um meine alte Bekannte. Es soll nur ein kurzer Clip werden. Ihr wisst, ich möchte gerne kurz, da ich vorhabe, dieses Wochenende mehrere Videos zu drehen, die sich alle noch mit etwas alten Bekannten befassen und einer neuen Sache. So, hoffentlich gelingt mir das auch, denn Sonntagnachmittag muss alles wieder im Garten sein, weil auf Balkon kein Platz ist. Da kommen die Maler dann am Montag wieder. So, Freunde, wiedererkannt. Ich habe sie die Gurke genannt und dementsprechend werde ich auch das Video in die Videobeschreibung stellen. Ich habe hier die Samen des Walnussbaumes, der da steht. Die Gurke hat es gut verkraftet, ihr seht es. Ich muss aber trotzdem jetzt schon mal eingreifen, jetzt schon. Ich hatte das erst vor im Juni, aber durch den Regen jetzt und die warmen Temperaturen geht es überall los. So, wir haben unten eine Menge Austriebe. Ich möchte aber nicht, dass der sich so stark auf die unteren Austriebe konzentriert, sondern werde die grundsätzlich so entfernen, dass der Stamm wieder besser sichtbar wird. Denn darauf kommt es am Ende an. Außerdem gibt es genügend Austriebe entlang des Stammes, die ich damit fördern möchte. Wie gesagt, das Video kommt in die Videobeschreibung. Ich will mal gucken, hier sind ein paar kleinere Dinge, die kann ich mit dem Finger rausziehen. Mit den Fingern. Jawohl. Und da kommt schon wieder was aus der Wurzel. Das ist wieder typisch für Aster Campestre. Guck, so viel Masse ist das schon wieder, was da unten rauskommt. Ich kann euch nur sagen, bei einer anderen Baumart würde ich das jetzt nicht machen. Aber Aster Campestre ist etwas, wo man ganz, ganz viel machen kann. Ja, so. Wollen wir da nochmal gucken. Hier unten raus möchte ich auch nicht, aber das, was jetzt noch dran ist, hier in der Höhe, aus dem Knick raus, aus dem Knie raus, diese beiden Triebe hier, zeig mal den einen von vorne und dann den anderen, lasse ich auch erst dran. Jetzt muss ich hier oben natürlich gucken. Der ist noch zu sehr im Knick, innen drin. Das wollen wir ja nicht so gerne. Da gibt es einen stärkeren Ast, der aber auch schon einen Austrieb hat. Was ist denn da? Ach, da war eine Raupe dran. Deshalb ist er noch etwas zurückgeblieben. Der kommt aber mit Sicherheit noch. Dann gleiche ich die Höhe hier aus, das was da ist. Denn da drüber hier sitzen auch schon wieder Knospen. Und da muss man jetzt ein bisschen abwägen. Was brauche ich, was brauche ich nicht. Jetzt habe ich hier diesen stärkeren Ast und hier den stärkeren und gegenüberliegend diesen Ast. Der ist aber so gegenüberliegend auf einer Höhe. Den nehme ich jetzt auch raus. So. Und die kleinen Austriebe dabei nehme ich auch gleich raus. Es ist aber ein Astkragen, da wird noch was folgen. Da kommt noch was nach. So. Dann ist da drüber ein Ast, den ich auch nicht unbedingt brauche. So, jetzt habe ich hier einen Ast in der Höhe und einen Ast in der Höhe. Hier immer noch in der Höhe des dickeren Astes. Und einen Ast darunter auch noch, der da nicht hingehört. Zumindest im Augenblick noch nicht. Kann sich alles noch ändern. Wir haben ja jetzt erst den 21. Mai. So, hier sehe ich kleine Austriebe.
Die nehme ich so raus. Den auch. Den auch. Den auch. So, habe ich da den Stamm bereinigt. Dann haben wir jetzt wieder welche mit Abstand und auf gleicher Höhe. Diese beiden Äste sind wieder auf gleicher Höhe. So, jetzt haben wir den letzten in die Richtung hier, den hier. Und da haben wir einen. Dann brauchen wir diesen eigentlich. Doch, den brauchen wir. Den anderen hier vorne nicht. Den hier brauchen wir nicht. Was ich sehr schön finde, ist, dass der Ast hier oben so schön ausgetrieben ist. Der soll nämlich später die Spitze werden. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut bei diesem Baum. Hier sind jetzt 1, 2, 3 Knospenansätze. Die lasse ich dran, nehme da drüber aber hier 1, 2, 3 ab. So, das soll ja später die Krone werden. Ich habe hier noch einen Ast, der nicht ausgetrieben ist. Der ist auch noch versorgt mit Bienenwachs, aber treibt nicht aus. Also kann der weg, weil der, ja, der ist bis ins gesunde Holz abgestorben. So, unter dem Leitast gibt es jetzt noch einen Ast. Entferne ich jetzt hier auch nochmal. Denn der Leitast soll die Power, die Energie bekommen. So, jetzt sieht die Gurke schon wieder ganz anders aus, schon ein bisschen mehr nach Gurke wieder. Jetzt mache ich hier aber doch noch was. Hier oben habe ich ja zum Zurücksterben was übrig gelassen. Ein bisschen was lasse ich noch dran, aber das kann im Laufe der Zeit ganz raus. Und wird, glaube ich, auch nicht mehr richtig versorgt, denn die Knospen sind nicht gekommen. Sollte für diesen Baum jetzt erstmal alles sein, kommt im Moment erstmal in den Regen, es regnet nämlich heute, auf den Balkon. Vielleicht haben wir hier noch Glück, dass da noch eine Knospe austreibt oder hier. Da sind mehrere Möglichkeiten. Und irgendwann, wenn das hier abgestorben ist, dann können wir das rausnehmen. Und der Baum wird mit diesem Ast hier oben, den ich jetzt nicht beschnitten habe, ganz bewusst nicht beschnitten habe, die Führung übernehmen. Und dann kommt aus dieser Kurve heraus vielleicht auch ein Schwenk zurück. Vielleicht wird er auch später ganz anders stehen, nämlich so vielleicht. Fragen über Fragen. Wer weiß, was daraus wird. Okay, Freunde. Das sollte es nur einfach so als Update zur Gurke sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Das war der Abschluss für diesen Baum.